wenn wir uns nicht zu dämlich anstellen. So, hier sind wir wieder beim Winter. Diese neuen Krabben, die haben... Okay, ich dachte eigentlich, dass sie eine stärkere Abwehr hätten immer. Aber naja, okay, gut. Dann kriegen sie eben so einen drüber mit über 200 Schaden. Soll mir recht sein. So, ey, aber unser Schneemann ist da, bei dem wir uns heilen können. Könnten wir jetzt theoretisch nutzen, um unsere Zauber aufzuladen. Weil der gibt uns tatsächlich auch Magiepunkte wieder. Da können wir mal nutzen, um zumindest unsere unseren Rocky hier mal auf Vordermann zu bringen. Und die gute Frosta bei Boldi, denn die brauchen wir definitiv noch in baldiger Bälde. Für den Spoiler-Alarm, nächsten Bossgegner, den wir treffen werden. Deswegen, warum nicht? Deathcrab. Der Name klingt stärker, als die Dinger aussehen. Heißt es dann in diesem Fall, oder? Na gut, naja, warum nehmen wir eigentlich immer die scheiß Klinge? Können auch genauso gut hier den Defender nehmen, der kostet nur 2 Magiepunkte. Und stärkt dazu noch unsere Abwehr. Den sollten wir eigentlich öfter mal nutzen. Oh Gott, und das ist die zweite Form von den Fledermäusen. Jetzt schon... Alter Verwalter, ey. Ja, und damit ist unsere Abwehr erstmal schon wieder zunichte gemacht. Na ja, komm, hier, schluck das. Ich meine, wir treffen die Darkbat oder Fledermäuse heißen sie, glaube ich, oder Floddermäuse oder whatever. Treffen wir eigentlich nur sehr viel später. Aber gut, ich meine, die sind jetzt nicht super stark und wir können denen eigentlich auch gut Schaden zufügen mit unserem jetzigen Level. Ah, okay, super. Einmal Level 2 erreicht. Oh, und ja, die sind... doch super stark. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Von wegen, die sind nicht super stark. Leck mich am Arsch, ey. Die hauen uns mal eben hier 0, nichts aus unseren Socken. Ah ja, okay, doch war. Kann nur mal nachgucken, das war auf Level 2. Ja, können wir ja momentan noch nicht, weil wir erst 2 Samen haben. So, ah, Sauberst. Unser Handschuh hat Level 3 erreicht, oder unsere Klaue. Was kriegen wir denn jetzt für eine schöne Animation? Den Hurricane Kick. Den guten alten Hurricane Kick. Wer hat ihn nicht gerne bei Street Fighter benutzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, von Ryus und Ken Spezialtechniken fand ich den Hurricane Kick eigentlich mal mit am schlechtesten. Aber naja, das ist eine andere Sache. Ich muss auch immer an so eine komische Fußball-Zeichentrickserie denken. Die Hurricanes, vielleicht sagen die dem ein oder der anderen von euch noch was. Das war so, ja.
ich will nicht sagen, sowas wie Kickers und die tollen Fußballstars. In gewisser Weise ja, aber nur drei Ligen schlechter. Und es war halt eine westliche Produktion. Das heißt also, die Stories in den Folgen waren eher, wenig Drama, viel hauen wir auf die Kacke. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ja, ich war nicht so wirklich Fan von dieser Serie. Also, die Kickers und vor allen Dingen die tollen Fußballstars jederzeit in allen Belangen wirklich besser. Außer, dass die Harry Canes irgendwie super steroide Fußballmonster waren im Vergleich zu den Protagonisten aus den beiden anderen genannten Serien. Aber so viel mehr habe ich davon gar nicht mehr in Erinnerung. Und das Intro-Lied natürlich, das irgendwie ging, ja, die Hurricanes wollen wir heute siegen sehen oder sowas in der Richtung. Also, auch das Intro-Lied, was ja eigentlich bei solchen Cartoons damals das Ein und Alles war, wenn das Intro-Lied nicht passt, dann schaltet man gleich wieder um. Und das Intro-Lied von den Hurricanes war zwar nicht schlecht, vielleicht hätte man doch besser Klaus Meine holen sollen und dem Rock You Like a Hurricane singen lassen sollen, aber keine Chance gegen keiner kann ihn bremsen und die sind ja elf Freunde, die sich prima verstehen, hip 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 hurra, keine Chance dagegen. Oh nein, ich werde die Dinger jetzt nicht hier anfangen zu singen. Zu meinem und zu eurem Wohl. Ach Gott, diese verdammten Hurricanes, ey. So, wir verbrauchen nochmal eben hier unsere Magiepunkte. Holen uns die dann mal wieder schön zurück. Nee, einmal reicht. Ich glaube, das können wir auch noch eben auf Level 2 bringen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Ah ja. Man muss nur hoffen, dass es nicht zu lange dauert und dann passiert es sofort. Das gefällt mir doch. So, und der Sound kam von rechts und diese scheiß Fledermäuse. Ja, ich nehme alles zurück. Die sind wirklich super stark. Ich meine, die können uns mit einem einfachen Angriff 80 bis 90 Schadenspunkte so um den Dreh verpassen. Aber wie vorhin auch gesagt, die trifft man eigentlich auch erst viel, viel später im Spiel. Schön drauf, aber natürlich geben die uns dann auch gute Erfahrungspunkte und mit Sicherheit auch gutes Geld. Da will ich mich auch gar nicht beschweren. Level 24 haben wir erreicht. Ich bin mal gespannt, wenn wir am Ende des Spiels sind, bei welchem Level wir dann sind. Wenn das so weitergeht. Hast du das? Ja. Okay, gehen wir mal in Baldis Heimat. Ich bin zurück! Was zum... Das Dorf ist auseinandergenommen worden. Was kann nur passiert sein? Oh Gott. Da ist irgendetwas. Und es macht ein... mir immer noch gänsehautgebendes Geräusch. So, bevor wir da hingehen, stärken wir uns noch mal eine Runde. Und, könnten wir uns eigentlich noch eine Eisklinge geben. Obwohl, ja, egal. Gucken wir erstmal so, was wir bei dem Ding ausrichten können. Das hat ja auch so eine etwas merkwürdige Hitbox, dadurch, dass das so ein Vieh mit so langen Beinen ist. Können wir auch erstmal die Abwehr schwächen.
Ah ja, aber mit dem Speer geht's schon mal ganz gut. Und das Ding bewegt sich ziemlich schnell. Mann, das ist ja richtig nervig. Aber naja, warum sich auch unnötig zur Zielscheibe machen, ne? Aber einen guten Zahnstocher ins Auge werfen, das hat noch niemandem geschadet. Ja, okay, wir bleiben. Ich glaube, Frostwelle bleiben wir einfach dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Trefferpunkte das Ding hat. 43? War das jetzt... Okay, das Ding hat doch gerade mehr Schaden genommen. Und scheiße, Boldi ist tot. Ist das jetzt gegen Rocky verwundbar? Ach, ja, natürlich ist das gegen Rocky verwundbar. Ich dödel, ey. Oh Gott, nee, das ist ja die... Das... Die zweite Form oder das zweite Vieh von denen, das ist natürlich gegen Frostangriffe verwundbar. Ach du Scheiße, Mann. Heute stehe ich echt so ein bisschen neben mir. Haben wir erstmal schön Magiepunkte verballert. Für kaum Schaden. Das ist super. Oh, fuck. Ah, okay, also... Das Mädchen hat ja immer die beste magische Abwehr und das gerade hat es echt mal bewiesen. okay, ja, jetzt macht das auch Sinn, warum dieser Angriff nicht nur verwirrt, sondern warum der Silence heißt. Der blockiert nämlich, dass wir Zauber nutzen können für die Weile. Ach du Scheiße. Ja, das ist super. Oder auch eben weniger super, aber... Oh Gott. Und Boldi ist schon wieder tot. Scheiße, Mann. Dieses Ding ist echt eine Nervensäge. Haben wir noch Lebenswasser? Viermal noch, okay. Jetzt wird es mal Zeit hier für ein paar Schlammbomben. Und wir haben keine Magiepunkte mehr. Aber wir können den Juwelenregen nochmal nutzen. Wenn das Ding mal in Reichweite ist. Und da ist es down, yeah. War doch schwerer, als ich dachte. Aber hey, wir sind siegreich, yeah. Und weiter geht's. Boah, oh, okay. Müssen wir aber auch in Kauf nehmen. Level 25. Ja. Sehr schön. Also es geht echt rasant voran. Wir sind jetzt beim Windpalast und sollten wahrscheinlich auf Bollys Opa treffen. Und so ist es. Oh, oh. Großvater. Oh, diese Stimme. Bist das du, Kleines? Was ist passiert? Deine Augen. Kannst du mich nicht sehen? Ah. Einige von den Männern des Imperiums wollten das Windsiegel brechen. Da ich der Einzige hier in dem Palast war, haben sie nur meine Augen zerstört. Aber die anderen, sie sind vermutlich... Wie gemein. Ich kann es nicht glauben. Alle müssen doch geflüchtet sein. Hm. Das ist sicherlich wahr. Ach, Großvater, Opa. Haha, bitte. Hör doch zu, Kleines.
Wir Kobolde sind eins mit dem Mana. Menschen brechen die Siegel der Mana-Samen und versuchen es erneut wieder. Ja, Menschen sind furchtbar. Um ein altes Böses wieder zu erwecken. Wenn Mana verschwindet, dann werden auch wir Kobolde von dieser Welt verschwinden. Das, damit also alle ins Dorf zurückkommen können. Ich zeige dir die Welt, die ich von Mana beschützen kann. Ja, mir geht's schon gut. Zum Beispiel, ich habe diese beiden Handlanger hier und so ein Zeugs. Oh, wie mutig. Wenn sie mir meine Augen nicht genommen hätten. Aber jetzt muss ich mich auf euch alle verlassen. Ich gewähre euch die Magie des Geist des Windes. Zeig dich, Salfit, Djinn des Windes. Ihr habt gerufen, mein Herr. Von nun an sind diese Kinder deine Herren und Damen. Ich zähle auf dich. Verstanden. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. So, wir haben die Macht von Silfit, dem Geist des Windes, erlangt. Wenn ihr die Analyse benutzt, dann könnt ihr, können wir wissen, mit welchem Zauber wir die Orbschalter betätigen müssen. Und sobald ihr die Magie wisst, dann könnt ihr in den westlichen Wald vordringen. Die Straße wird euch ins Matango-Königreich führen. Nördlich von Matango ist eine Höhle bekannt als die Drachen, als das Drachenloch. Es wird gesagt, dass der legendäre weiße Drache dort lebt. Ah ja. Seine Macht wird mit Sicherheit nützlich sein oder notwendig sein, um Mana zu beschützen. Nun geht. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich verbleibe hier im Windpalast. Ich bin hier sicher. Ach, Opa. Ich werde definitiv zurückkommen. Zusammen mit allen. Passt auf euch auf. Wenn ihr müde seid, kommt jederzeit zurück. Das ist alles, was ich tun kann. Jo, das werden wir auch ausnutzen. Ich werde hier ein bisschen Zauber aufleveln fürs nächste Mal. Und ja, mach jetzt eine Pause. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und sagt dann wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.